I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boosters black to match. Riding on a horse. Grüßt euch Leute, was geht? Heute wieder zu einem neuen Video und ich bin leider noch ein bisschen erkältet und noch ein bisschen krank. Also mir geht's heute noch nicht so gut. Wie gesagt, trotzdem will ich für euch ein Video raushauen und versuche auf jeden Fall euch auf jeden Fall über MW ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ich würde nicht sagen, wir schnacken jetzt so lange und ich zeige euch still, wie es funktioniert. So, ihr seht es auf jeden Fall gerade richtig, ich bin auch gerade schon am Download, also man kann die Beta heute schon runterladen. Und ja, zu den ganzen Codes und so, wie das alles funktioniert, erkläre ich euch in diesem Video. Also denkt dran, lasst jetzt schon mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen auf dem Kanal. Und ja, fangen wir mal an. Wie gesagt, ihr geht erstmal auf den PlayStation Store. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Für die Leute, für Amazon und anderen Geschäften komme ich gleich dazu. Ihr geht am besten, ja, F empfohlen. Das seht ihr hier zum Beispiel, beginnt am 12. September. Der ist morgen. Um 19 Uhr soll die online gehen, die Beta. Genau. Das ist aber nur die Beta. Denkt dran, ne? Ist nicht das komplette Spiel. Wir wollen uns ja nicht ins Video angucken, wir wollen uns eigentlich... Wir geben das einfach mal hier oben ein. Auf Duty. Ja. Genau. Exklusiv für PS Plus Mitglieder. Das bedeutet, ihr könntet eigentlich die Beta auch zocken, auch wenn ihr das nicht mal vorbestellt habt. Aber das dürfte, glaube ich, nur einen Tag gehen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber weil hier PS Plus exklusiv ist, bedeutet das wahrscheinlich, dass ja auch PS Plus Mitglieder, die das Spiel nicht mal vorbestellt haben, zocken können. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Steht auf jeden Fall da. Wie gesagt, ihr könnt das hier im PlayStation Store jetzt runterladen. Ich lade es ja auch gerade runter. Es sind... Da können wir gleich gucken. Wie gesagt, die Beschreibung blende ich euch jetzt ein. Schon mal fertig. Würde ich sagen, steppen wir nochmal zurück. Zack, zack. So. Das Update ist groß. 42,148 GB. Also bei mir dauert es noch 73 Minuten, weil ich gerade nebenbei noch ein Video hochlade, was dann auch anschließend zu euch auf YouTube hochgeladen wird. Wie gesagt, die Leute, die bei Amazon, anderen Geschichten, Saturn, Mediamarkt vorbestellt haben, die müssten den Code heute Abend bekommen. Wenn nicht, morgen. Also, wenn nicht, vorgestern, was bei euch morgen war, wenn nicht, hättet ihr den vorgestern bekommen, dann müsstet ihr einen Code auf eure E-Mail bekommen haben, dann wäre der Code, ein fünfstelliger Code, geschickt bekommen. Hättet ihr den bekommen halt, ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann einfach mal einen Support anrufen oder den schreiben, weil es gab vorgestern die Probleme, sich bei Call of Duty anzumelden, da war irgendeine Fehlermeldung. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder behoben, also... News sind auf jeden Fall auch wieder raus für euch. Wie gesagt, das ganze Game ist 42,14 GB groß, Jungs und Mädels. Nur, dass ihr auf dem Laufenden bleibt, wie groß das Spiel ist, wie das, dies. Oder. Aber die Leute, die sich das im PlayStation Store gekauft haben, die brauchen eigentlich gar nichts machen. Einfach nur runterladen, morgen 19 Uhr anfangen zu spielen. Ich würde es euch empfehlen, die nicht so eine gute Internetverbindung haben, das heute Abend schon runterzuladen, weil 42 ist jetzt nicht viel für mich, aber für andere, die nicht so eine gute Internetverbindung haben, ist das halt schon viel. Also würde ich euch empfehlen, das einfach über Nacht runterzuladen oder im Ruhemodus, dann geht das nämlich schneller. Und ja, das soll es eigentlich bis dahin erstmal gewesen sein. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Vergesst kein Like und ein Abo da zu lassen, um mich zu unterstützen. Wenn ich irgendwie was verbessern soll, dann schreibt mir es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer DJ.